Hallihallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zu The Uncertain Last Quiet Day. Ja, kurz zum Spiel. Ist ein Singleplayer, First-Person-Shooter, kann man nicht sagen. Es wird, glaube ich, ziemlich wenig geschossen. Und ich habe nur grob mitbekommen, es geht darum, die Menschheit wurde von den Maschinen, ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen und den Ton hier mal die Musik kurz etwas. Okay. Ah, so. Klangsprache. Englisch oder Untertitel, Sprache Deutsch. Okay, gut. Ja, ziemlich laut. Die Menschheit wurde wohl irgendwie vor langer Zeit durch die Maschinen ersetzt, da die Menschen ja grundsätzlich Fehler machen, sich selber auslöschen, zu versuchen und so weiter und so fort. Und wir sind ein Roboter, der aber immer mehr menschliche Züge annimmt, weil die menschliche Rasse halt doch nicht so ganz schlecht war in ihren Entscheidungen und so. Und ja, irgendwie so. Also das ist das, was ich mitbekommen habe. Und deswegen würde ich gar nicht mehr weiter großartig rumsabbeln. Wir machen die Musik wieder laut und legen los. Huch, noch einmal. So, mit neues Spiel. The Uncertain Last Quiet Day. So. Also wie gesagt, ich weiß ziemlich wenig bisher. In der Mitte des 22. Jahrhunderts starb die Menschheit infolge verheerender Kriege aus. Doch die von den Menschen geschaffenen Roboter erwiesen sich als äußerst selbstständig. Die künstliche Intelligenz entwickelte sich weiter und ermöglichte es den Robotern, auf den Ruinen der vergangenen Zivilisation ihre eigene Gesellschaft zu errichten. Jeder Roboter fand eine Arbeit, die seinen Fähigkeiten entsprach. Langsam aber sicher bauten sie eine neue Zivilisation auf der Erde auf. Klugerweise vermieden sie die menschlichen Fehler der Vergangenheit. Je weiter sie sich entwickelten, desto menschlicher sahen sie aus und so verhielten sie sich auch. Common Games präsentiert. Oh, schön, ich mag Vorspäne. Geil. Und die Musik? I am a robot, Model RT217NP, primary mission unknown. I am not designed for physical exercise. I am certainly not capable of construction activity, but I am very skillful with electronics. I have set myself a task. I search the remains for electronic devices and make use of them to design different mechanisms that are useful and efficient. Humans, we replace them. It took them ages to achieve what we have done in just a few years. We have formed a perfect society. Robots will not repeat the destructive human mistakes of the past. We are rational and logical. We do not fight in wars, and we cannot get ill. By replacing humans, we interrupted the self-destructive cycle of these intelligent but highly aggressive former inhabitants of the Earth. But it is going to take decades to reconstruct the world that they destroyed. Then, our robot race will flourish under the guidance of our creator, the USS Corporation. Our world is not perfect yet. We are short on many resources, and we can count only on ourselves, but this is temporary. Most robots need to be repaired very often, but not me. I am very efficient at taking care of myself. Aber in einem menschlichen Haus wohnen, ne? Also ganz schlecht waren die Menschen dann doch auch nicht, ne? Ja. Tja, wir Menschen sind halt nicht ganz so schlimm von der Rasse her, was die Logik angeht. Also, deswegen vermenschlichen die immer mehr. Das sind übrigens keine Bildstörungen. Das ist so gewollt. Euer Bildschirm ist nicht kaputt. Die Musik ist geil.
brought one battery this time, though it might be compatible with the radio. I need to find a second battery. It was with my tools. Interagieren, bewegen, laufen, ansehen. So, damit nochmal herzlich willkommen zu The Uncertain. So, okay. So, können wir laufen. Und schnell laufen. Und was war interagieren, habe ich jetzt nicht gesehen. Was ist das hier? Auge anschauen. I connected the power line directly to the house, but it is not sufficient to provide energy to all of my equipment. I use an electric switchboard to distribute energy to the necessary systems. Ja, ja. Was ist das? Anfassen. I do not need it now. Ich brauche es jetzt nicht. Ah, oh, schon lange nichts mehr so in der Richtung gespielt. Ah, das erfreut mein Herz. Ah, schön. Was haben wir hier? Ein Fenster. The copper leaf fall swirls around. September cries with tears of rain, and wind flies low above the ground with roaring sounds of joy and pain. Oha, der Philosophie-Chip, der funktioniert offensichtlich noch ganz gut. Was ein Philosoph. Was haben wir hier? Ein Sofa. Humans used it to save their precious resources. We have a lot in common. This is no time to rest. I need to do other things. Okay, was haben wir hier? Das ist nur das Sofa hier, ne? Da kann man hier mit den Sachen nichts machen. Oh. So, was haben wir? Wir gucken erstmal alles an. Oh, hier war auch noch was. Schalte das Radio ein. The quality of this image is very low. Sehr schlechte Auflösung. Grammophon. This analog device allows you to extract sound from the installed audio data carrier. Why did humans use such an inconvenient device when one can just do this? Musik in meinem Kopf. Das ist dieses Gerät hier. So, wir gehen erstmal ein bisschen schauen. Ah, okay. Ah, das ist wie bei Resident Evil 1 damals. Man läuft durch die Räume und dann irgendwann verändert sich so der Blickwinkel und so. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, was haben wir hier? Erstmal alles zeigen hier. This module contains spare parts and items I might use. Dieses Modul, ah. Ich glaube, ich gehe jetzt ab und zu mal in Ikea und sage, ich brauche ein neues Modul. Und dann sagen die, a damaged data disk that I found yesterday morning. Perhaps I can restore some information from it. Naja, ich weiß nicht, die sieht schon ziemlich kaputt aus. Okay, eingesammelt. Sehr gut. Looten, alles looten. Was ist das? The dock station's purpose is to recharge the batteries and update the built-in software of the robots. However, I made some changes in its firmware to avoid updates. I am now able to develop independently. Er hat es geroutet. Er hat seinen Update-Server geroutet, damit er keine Updates mehr erfährt. So, so. Wie menschlich. Übrigens, der Schatten da hinten, der sieht auch sehr interessant aus. So, können wir hier was machen? Müssen wir uns aufladen oder so? I do not need charging right now. Okay, gut. Da liegt ein PlayStation-Controller. Ach nee, doch nicht. Huch, sah so aus. Wie? Ja, und das? Okay. Ist vielleicht der Helfer, der Roboterhelfer. Des Helfers Helfer. Hier ist ein Bett, wie wenn der ein Bett bräuchte. When I first walked into this building, I found human bones in the bed. I placed them in the incinerator. Ja, besser ist das. This compartment contains textiles. Humans covered their bodies with it. The purpose of this is unknown to me. Kälte und so?
Herr und Frau Hausbesitzer. Ein Radio. Wir sollen das Radio einschalten, ne? Das machen wir natürlich erstmal gar nicht. Hier, ich wollte hier noch. Gibt's da nicht? Kann ich nicht? Oh, ich komme mit der Maus raus. Was passiert, wenn ich klicke? Einen Moment. Okay, Spiel hält an. Sehr gut. Muss hier mal kurz die Datei löschen. So, und schon bin ich wieder da. So, hier noch irgendwas? Fenster? Hier ist irgendwas Rotes, Leuchtendes. So viel Zeug hier. Eine Tür. This room is very strange. I never enter it. WC. Er weiß, dass das strange ist, war aber noch nie drin. Woher weiß er das denn? Aha, 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 was haben wir hier? Oh, eine Gitarre. I tried to extract sounds from it, but after 10 minutes I tore the second string. Tja, das heißt, wir müssen eine Gitarrenseite finden, um die wieder herzurichten. Ist ja klar. Und the water supply system ceased functioning many years ago. Ach, so ein Roboter braucht auch nicht unbedingt. Oh, hier steht noch Senf und ein Küchenmesser und irgendwelche. Wie lange steht das schon da? Was ist das, Milch oder was? Boah, oder Orangensaft. Boah. Der müsste ja schon laufen. Boah. Okay, hier ist nix. Was haben wir hier? I found this saw on Brandon Street. Ach, hier hängt eine Säge. Ja, okay. Was haben wir hier? Da ist doch eine Batterie, ne? Here is the second battery. Take it with you, mein Freund. Now I have two batteries. I can try to turn the radio receiver on. Jetzt habe ich der Story leider vorausgegriffen. Weil sonst hätte ich da rein... Sie können das Radio nicht einschalten. Oder ich kann das Radio nicht einschalten. I took this device from a plant that was guarded, and I went unnoticed. There were no security systems, despite two police robots. Der klaut. Mitgehen lassen, obwohl Polizeiroboter da waren. Der klaut, das ist ein Dieb. Wie kann ein Roboter zum Dieb werden? I made this plasma cutter from materials that I found in destroyed buildings. A construction robot ordered it. Okay, bei ihm kann man also Sachen bestellen. Er ist halt so ein Bastler, ne? Ich bin ja auch so ein Bastler, ich kenne mich da aus. So. Naja, dann lass mal Radio angucken. Erstmal anschauen. I found this radio receiver a few days ago, but there were no batteries. I have no use for it. I wonder if there are any radios left broadcasting in the world. Erstens, das schätze ich nicht, dass es noch überhaupt Sender gibt. Zweitens, kannst du nicht rausfinden, wie viel Volt der braucht und einfach Strom ranhängen? Hier ist doch genug Strom. Runter mit, also mit Widerständen und... Ich frage für einen Freund. I have two batteries. Now I need to insert them into the radio. Und genau das tun wir jetzt auch. Ja. Hier hinten vielleicht. No power. No power. Du sagst es, dreh mal um das Ding. Komm. Ah, ich schätze mal, hier kommen die Batterien rein. Ein ziemlich fortschrittliches Radio, ohne Schrauben. Dass die Batterien noch funktionieren. I'm going to turn it on. Ich schalte das mal an. Erstmal drehen wir das wieder um. Ja, und jetzt. Let the show begin. Es leuchtet, juhu! Hier. Ach, das war...
And this heroic feat will remain in our hearts forever. Don't let the fallen give their lives in vain. Join the army. Protect your homeland. Save your freedom, tradition. A small group of people controlled the masses using such words. I do not understand how a simple human speech could have urged people to participate in war. It would be more logical to reach a compromise by means of negotiations. Ja, da sagst du was. So, Bild nochmal anschauen. Warum leuchtet diese Schachtel da so? Was ist da drin, dass die Dinger so leuchten? Das sind doch einfach nur... Ach, das sind wahrscheinlich so Metallstreifen. Okay. Radio haben wir eingeschalten. Wir gehen mal zu diesem hier. Ja. Incoming call. Nimm den Anruf entgegen. This is the construction robot who ordered the plasma cutter. I will answer. Hello? RT, this is TX-27. It was difficult to find your contact information. You were supposed to have finished the plasma cutter 2 days ago. Why have we not received it yet? Yet. Still sein, auflegen. Ich konnte keine Komponenten finden. I am sorry, but it took more time than I had estimated to find all the required components. This information is irrelevant. The date of exchange has been fixed. You should have brought me the cutter and received an enhanced battery in return. Drohen, beruhigen, entschuldigen. Entschuldigen, bringt das was bei einem Roboter? This is my fault. I will finish the cutter as efficiently as possible. Your excuses are irrelevant. We cannot proceed with our work without this cutter. We need it for building metal structures. While you free robots waste your energy on useless and ineffective actions, we are engaged in construction and restoration of the city, which will strengthen our society. We can wait one more day. If you don't deliver the order in time, we will contact another specialist and your professional rating will be severely decreased. Okay. Morgen, ein Tag. Ich informiere dich später. Morgen. I will finish the work today and travel tomorrow morning. Good. Thank you. We will be waiting. Hat er gerade gut gesagt. I cannot fail in my task. Structure robots do very important work. I need to finish the cutter as quickly as possible. Der hat gut gesagt. Gutes Englisch, gutes Deutsch und kein Englisch. Ach, gut. Okay, vielleicht hat er schnell gut gesagt und das hat sich nach gut angehört. Das könnte natürlich sein. Ich will da ins Klo rein, sag mal. Geh doch mal da rein. Da, geh doch mal rein, komm. This room is very strange. I never enter it. Ja, er will nicht rein. Wo wir gerade dabei sind, Dinge herzustellen. Dinge, die ich hergestellt habe. Beziehungsweise Dinge, die ihr auf Bestellung herstellen könnt. Und erhalten könnt in meinem Shop. In der Videobeschreibung. So. Dann. I need to calibrate the cutter using my data coder. Ja, dann, ja. Let's go. Finde Symbolpaare, um ein Quadrat zu bilden. Was? Um ein Quadrat zu bilden. Ach du Scheiße. Kann ich die drehen? Das hier. Das. Wie? Ach, da läuft eine Zeit ab. Verdammt. Okay. Achso, die habe ich schon. Boah, alter Schwede. Junge,
Oh, ich hasse sowas. Oh, das hat Zeit gekostet. Verdammt. Oh nein, die Zeit läuft ab. Verdammt. Okay, von vorn. Also das da. Und das da. Die sind ja noch einfach. Das da und das da. Das und das. Nein. Aber das und das vielleicht. Ach, das ist noch markiert. Ach, shit. Okay. Oh, ich hasse sowas. Och, Mensch. Es ist übel. Lass mal sehen. Das da. Und, da. So, dann. Das und. Shit, ich brauche sowas wie das hier nur andersrum. Kann ich das auch wieder abwählen? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Okay, das. Das ist einfach so eine Treppe. Das müsste so eine Treppe sein. Und dann so eins nach unten oder das hier. Und oh, die vielleicht. Das und das. Ja, boah. Verdammt, wie lange geht denn das? Oh nein. Das und das. Shit. Das und boah, ihr seht das wahrscheinlich eher. Das hier. Und sagt dann, Mann, bist du dumm, Werden das weniger? Ich hoffe, das werden weniger. Ah, das und das. Das und das. Man braucht auch eine ganze Menge Glück dabei. Okay. Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Das heißt nicht, dass ich jetzt besser bin, aber ich habe es zumindest mal kapiert. Okay. So, ist das jetzt fertig? Ja, sieht gut aus. Good. The cutter is now complete. Tomorrow morning, I need to go to the city and deliver it. I do not need the battery that they offer in payment, but it would be irrational to refuse. Richtig. My battery charge is 12%. The most effective action I can take is to get fully charged on the dock station before the morning. Naja, eigentlich war der Akku vorhin noch ziemlich voll. Und jetzt nur noch bei 12%. Naja. Gut. Den Plasma-Cutter hat er eingepackt. Sehr gut. Und dann möchte er jetzt gerne laden gehen. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir auch laden. Und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei The Uncertain. Bis dahin, macht's mir gut.